So einfach geht das. Was nach Katastrophe aussieht, ist das Highlight der Stadtkreuzfahrt, die der Hafen City Riverbus demnächst in Hamburg anbieten will. Kapitän und Busfahrer Jan-Peter Mahlstedt erklärt das Angebot. Nein, das ist keine vollständige Stadt- oder Hafenrundfahrt. Das ist, wir beschränken uns auf die Hafen City als größtes innereuropäisches Neubaugebiet, wenn Sie so wollen. Das ist schon, da ist so viel zu zeigen und zu sehen, das reicht vollkommen aus. Wir fahren in der Hafen City auf Brucktor Kaibrücke los, fahren durch die Hafen City, zeigen dort alles das, was dort entstanden ist und bewegen uns dann Richtung Entenwerder, wo wir uns auch gerade befinden, in einer wunderschönen Umgebung. Hier ist unsere Rampe, wo wir wassern. Dann fahren wir wasserseitig das Ganze nochmal in die Hafen City aus einer völlig anderen Perspektive. Im Wasser beschleunigen zwei Jetantriebe den Riverbus auf 8 Knoten. Das sind etwa 15 Kilometer pro Stunde. Diese Jets sind wiederum horizontal gelagert und können geschwenkt werden. Und das sind dann gleichzeitig unsere Ruder. Was den Riverbus extrem wendig macht. Und wie kippstabil ist das Ganze? Selbst große Wellen bringen uns nicht groß zum Schaukeln. Das liegt daran, dass alles, was schwer ist an diesem Fahrzeug, im unteren Fahrzeugdrittel sich befindet, macht dieses Fahrzeug extrem steif. Wie wir Seeleute sagen. Bei der Pressefahrt liegt der Bus tatsächlich wie eine Eins im Wasser. Allerdings gibt es heute auch kaum Wellengang. In Entenwerder endet die Schifffahrt und Teil 2 der Stadtrundfahrt beginnt. Sie führt zurück zum Ausgangspunkt in die Hafen City. Wie lange dauert die Fahrt? Was kostet sie? Die Fahrt wird ungefähr 80 Minuten dauern und der Preis wird grob zwischen 25 und 30 Euro für einen Erwachsenen liegen. Wann die Stadtkreuzfahrtsaison in Hamburg genau beginnt, ist noch nicht ganz sicher. Jan-Peter Mahlstedt hofft auf Mitte April.